Willkommen bei Seenluft 24 die Woche, dem Wochenrückblick vom 23. April. In Senftenberg werden städtische Veranstaltungen bis Ende Juli teilweise abgesagt. Um Planungssicherheit zu schaffen, habe sich die Stadt entschlossen, diese Entscheidung rechtzeitig zu treffen. Davon betroffen sind der Peter- und Paul-Markt am letzten Juniwochenende. Auch das Agenda-Diplom könne nicht stattfinden. Es soll mit neuem Konzept im Jahr 2022 wieder durchstarten. Die bereits einmal verschobene 620-Jahr-Feier in Hosenaa werde nun ebenfalls im kommenden Jahr stattfinden. Je nach Pandemielage werde es 2021 im Rahmen der Möglichkeiten aber kleinere Events an unterschiedlichen Orten geben, so die Stadt. Bauarbeiten an der Repister Höhe. Neben der Neugestaltung des Aussichtspunktes nimmt auch ein Radweg mehr und mehr Gestalt an. Seit Anfang März laufen südwestlich des Großreschner Sees Arbeiten für einen 2,8 Kilometer langen Radwegeabschnitt. Die Asphaltierung der 3 Meter breiten Trasse an der Repister Höhe war Montagvormittag in vollem Gang. Der Radweg ist Teil des sogenannten Lückenschlusses für einen Radrundweg um den Großreschner See. Der Abschnitt ist während der Bauzeit voll gesperrt. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Verwaltungsabkommens zur Braunkohlensanierung. Errichtet wird die Trasse im Auftrag der LMBV vom Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg als Projektträger. Parallel dazu läuft auch die Umgestaltung des Aussichtspunktes Repister Höhe. Der Schauspieler und Kulturmanager Daniel Ries soll Intendant der neuen Bühne Senftenberg werden. Diesen Vorschlag machte die Findungskommission des Theaters. Der 56-Jährige ist seit 2016 Intendant der Burgfestspiele im rheinland-pfälzischen Mayen. Seit 2012 arbeitet er zudem bundesweit als Berater für verschiedene Kulturbetriebe. Im Mai soll der Zweckverband Niederlausitzer Theaterstädtebund Neue Bühne Senftenberg über die Neubesetzung entscheiden. Stimme er zu, würde Daniel Ries ab dem 1. September 2022 auf Manuel Suberang folgen. Der derzeitige Intendant hatte angekündigt, seinen bestehenden Vertrag zum Spielzeitwechsel 2022 nicht zu verlängern. Die anhaltende Pandemie drücke nachhaltig auf die Stimmung der Südbrandenburger Handwerksbetriebe. Das zeigt die Frühjahrsumfrage der Handwerkskammer Cottbus. Demnach seien nur rund 69% der Unternehmen mit der Geschäftslage zufrieden. Eine solche Einschätzung gab es zuletzt während der Finanzkrise im Frühjahr 2009. Allerdings zeige sich ein differenziertes Bild. So sei das Baugewerbe recht robust durch die Pandemie gekommen. Deutlich angespannt ist die Situation bei den personenbezogenen Dienstleistungen, dem Nahrungsmittel- oder dem Kfz-Handwerk. An der ehemaligen Esso-Tankstelle in Klettwitz könnte bald Wasserstoff getankt werden. Möglich machen wollen das die neuen Eigentümer der Anlage. Die ehemalige Esso-Tankstelle in Klettwitz hat neue Eigentümer. Sie heißen Josef Meyer, ehemaliger Chef des Lausitzrings, und Karl-Heinz Stiegler vom M&S Gewerbepark. Nach Medieninformationen planen beide im kommenden August die Wiedereröffnung der 20 Jahre alten Tankstelle mit angeschlossenem Rasthof. Und es soll keine herkömmliche Tankstelle bleiben. Im Sommer 2022 werde die erste Wasserstofftankstelle der Lausitz in Betrieb gehen. Der Esso Autohof öffnete 2001 kurz nach dem damals ebenso frisch eröffneten Lausitzring. Aus der Gemeinde heißt es, dass die Vertragsverhandlungen zur Wiedereröffnung der Tankstelle in der finalen Phase seien. Zugleich planen die neuen Eigentümer eine umfassende Modernisierung des Shops und des Bistrobereichs. Außerdem ist am Standort eine Erweiterung des Gewerbeparks vorgesehen. Die deutsche Kunstflug-Nationalmannschaft plant ab Montag mehrere Trainingstage auf dem Flugplatz in Welzow. Dort will Kunstflugtrainer Klaus Schroth die Piloten auf die deutsche und die Europameisterschaft vorbereiten. Zaungäste und Spotter seien unter Einhaltung der Hygieneregeln am Flugplatz willkommen, heißt es in einer Mitteilung. Geplant seien die Trainingsflüge je nach Witterungslage. Bei guten Bedingungen starten die Piloten von 9 bis 17 Uhr mit einer zweistündigen Pause zur Mittagszeit. Und damit zu den Kurzmeldungen. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland hat seinen Faltblatt zur Niederlausitzer Bergbautour neu herausgebracht. Es informiert über den rund 500 Kilometer langen Fernradweg durch den Süden Brandenburgs und durch Nordsachsen. Das Infoblatt erhalten Sie bei den regionalen Touristinformationen im Lausitzer Seenland und im Internet. In Senftenberg startet ein Graffiti-Projekt mit Kindern und Jugendlichen. Es steht unter dem Motto Blick in die Zukunft, aktive Freizeitgestaltung am Senftenberger See. Unter Anleitung von zwei Künstlerinnen sollen die Teilnehmer ein Gebäude am Strand Buchwalde verschönern. Lauchhammer sucht ehrenamtliche Wahlhelfer zur Bundestagswahl am 26. September. Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Alle Unterstützer werden im Wahllokal von erfahrenen Mitgliedern des Wahlvorstandes eingewiesen. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage der Stadt.
Im Rahmen des europaweiten Speedmarathon am vergangenen Mittwoch haben Beamte der Polizeidirektion Süd über 3.600 Fahrzeuge kontrolliert. Festgestellt wurden dabei 450 Geschwindigkeitsverstöße. So wurde in Rago am Vormittag ein Pkw vor einer Kita in einer 30er-Zone mit 74 km/h geblitzt. In Lübbenau war ein 40-jähriger Autofahrer mit 1,63 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Bei Repten im OSL-Kreis saß ein 60-Jähriger mit 1,16 Promille am Steuer. Das waren die Meldungen der Woche und jetzt schauen wir auf das Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. An diesem Wochenende können wir uns über reichlich Sonne freuen. Es ist überwiegend trocken, aber recht kühl. Sonnabend wird es im Tagesverlauf immer schöner, bei höchstens 11 Grad. Sonntag und Montag ist es heiter und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.